Stiefsohn, wie sich das anhört. Ja gut, ich weiß, aber es ist ja nun mal so. Aber sei froh, du hast ja einen sehr attraktiven Stiefsohn. Ich kann meiner Schwester doch nicht den Freund ausspannen. Du hast doch nur mal rechtzeitig auf die Bremse getreten. Ja, was mache ich, wenn ich das nächste Mal mit Andi alleine bin? Hoffentlich keinen Fehler. Ist sie mir drohen? Wenn mit dir nicht zu reden ist, ich werde Carla und dich nicht länger unterstützen. Verlass dich drauf. Ich gehe nicht allein unter. Außer leeren Drohungen fällt dir wohl nichts mehr ein. Wie hast du denn bis jetzt meinen Vater und Carla unterstützt? Finanziell ja wohl kaum. Vanessa, ich möchte das mit Lars allein besprechen. Alles in Ordnung? Ja, ja. Wir führen hier nur ein Männergespräch. Komm, wir stören hier scheinbar. So, und jetzt lass uns wie vernünftige Menschen darüber reden. Vernünftig? Du lässt mir doch keine andere Wahl. Entweder deine Tochter nimmt ihre Verleumdung zurück, oder ich werde... Das ist Erpressung! Nenn es, wie du willst! Aber ich lasse mir meine Existenz von Vanessa nicht zerstören. Ja gut, das verstehe ich ja. Wir finden eine Lösung. Du hast gehört, was ich gesagt habe. Jetzt setzt euch doch. Ihr stört wirklich nicht. Danke, aber ich wollte dir noch was zeigen. Also nochmal zu der Einladung. Wenn du Zeit hast, ja, dann sagst du einfach Bescheid und kommst du zu mir und ich koche uns irgendwas Schönes. Okay, dann bringe ich den Wein mit, ja? Oh, das lehne ich nicht ab. Ihr habt bestimmt einen ganz hervorragenden Weinkeller, oder? Oh, ja. Ja, also du bist auch gern eingeladen, wenn es deinen Terminkalender zulässt. Danke. Für dich mache ich natürlich das Unmögliche möglich. Ja, was machst du jetzt noch? Ich wollte vielleicht noch bummeln gehen in der Stadt. Carolinchen ist bei Arno und Elisabeth bis heute Abend. Hast du vielleicht Lust auf einen kleinen Ausritt? Ja klar, gerne. Also wenn du mir vielleicht ein paar Reitsachen leihen kannst? Kein Problem. Ja, und du? Hört sich ganz gut an. Na gut, heute darfst du ausnahmsweise mal mitkommen. Dankeschön. Dann suchen wir dir jetzt schnell noch ein paar Reitsachen raus, hm? Ja, klar, doch. Ja, dann freue mich. Ich mich auch. Ja, Nico ist schon extra scharf. Was? Selbst in diesem Overall. Weißt du, vorher habe ich gedacht, was ist das denn für eine so mit ihren Schrottskulpturen? Aber die hat echt was drauf. Fragt sich bloß, was du davon hast. Was soll ich davon haben? Eben, gar nichts. Bei der hast du leider keine Chance. Da liegst du leider falsch. Ich treffe sie später im No Limits. Oh. Sorry, ich wollte dir nur die Stiefel bringen. Wenn ich natürlich geahnt hätte, dass ihr noch nicht so weit seid, dann... Du bist Arzt, du hast schon Frauen in Unterwäsche gesehen. Da hast du recht, nur sind die selten so faszinierend. Danke. Isabel ist leider schon vergeben. Tja, dann habe ich wohl keinen Grund mehr, euch länger zu stören. Bis gleich. Also ich bin zwar verheiratet, aber Leonard ist echt süß. Tja, zu spät.
wenn der Dekan nicht im letzten Moment gekommen wäre. Nicht auszudenken, was Lars noch bei mir gemacht hätte. Dass der sich überhaupt noch hierher traut. Habt ihr ihn schon wegen sexueller Nötigung angezeigt? Noch nicht. Das ist ja auch alles nicht so einfach. Wieso? Die Sache ist doch klar. Und Lars wird dafür die Konsequenzen tragen. Als hätte Vanessa nach der Entführung nicht schon genug durchgemacht. Na, nun mal langsam, langsam. Was hat Lars eigentlich gemeint, dich und Carla nicht weiter zu unterstützen? Er hat die gedroht? Das kann man so sagen. Ich wüsste nur endlich gern, womit. Er will dich erpressen? So hat er das nicht gemeint. Wirklich nicht. Ich habe da gerade mit ihm gesprochen. Und wir beide, wir sollten uns auch noch mal unterhalten. Wozu? Lars hat mich bedrängt. Und wenn er es noch so abstreitet, damit kommt er nicht durch. Dankeschön. Na, jetzt wieder Pferde quälen. Fragt sich, wer ihr wen quält. Und du? Tja, wie findest du's? Ziemlich sexy. Aber ich schätze, mich willst du damit ja nicht beeindrucken. Wer redet denn davon? Du bist nicht zufällig mit Andi verabredet. Andi? Wer ist Andi? Nein, ich habe einen total netten Typen kennengelernt. Nett. Das klingt ja aufregend. Ja, Carsten ist wirklich okay und wir werden einen schönen Abend haben. Carsten? Ja, Carsten, der arbeitet auch hier auf der Baustelle. Ja, und Andi? Was willst du dauernd mit Andi? Ich will mich nur vergewissern, dass du auch alles im Griff hast. Andi ist der Freund meiner Schwester. Und deswegen absolut tabu. So einfach ist das. Carsten ist viel cooler als Andi. Hasta la vista, Baby. Sagte der Jana Minator. Bevor er sich über seinen Gegner hermacht. Revanche? Nee, immer nur spielen ist doch öde. DVD oder Fernsehen? Wir können auch unser ganz eigenes Fernsehprogramm machen. Ab 16? Oder ab 18? Sehr verlockend, aber ich würde ganz gerne ins No Limits. Komm. Boah, da waren wir ja schon entlang nicht mehr. Ob wir überhaupt noch hinfinden? Wir können ein paar Bier trinken, Dart spielen, Leute treffen. Ach komm, nur ein oder zwei Stunden. Ich würde aber viel lieber was mit dir alleine machen. Das können wir danach doch auch. Dann fahren wir noch zur Videothek und die haben bestimmt ein paar neue Filme. Von mir aus. Heißt das ja? Danke. Ich hoffe, du hast nicht zu lange warten müssen. Ich habe mich noch mit Nico unterhalten. Können wir den jetzt los? Cecile? Ja? Dein Gestützverwalter hat eben angerufen. Er muss dich dringend sprechen. Jetzt? Hallo. Ja, er klang sehr besorgt. Wieso? Es gab wohl Probleme auf der Jährlingsauktion. Ach, kann er sich nicht selbst darum kümmern? Ja, okay, ich fahr gleich hin. Hm? Gut. Tja, ihr habt's ja selbst gehört. Das macht doch nicht, dann gehen wir einen anderen Tag reiten. Nein, Quatsch, jetzt hast du dich extra umgezogen. Ach. Und vielleicht dauert's ja nicht so lange, dann komme ich nach. Tja, dann bis später. Viel Spaß. Ja, den werden wir haben, danke dir. Bis dann. Bis dann. Du wärst gern mit ausgeritten. Das kann ich ja jederzeit nachholen. Wieso willst du auf einmal, dass ich alles zurücknehme? Erst hast du gesagt, dass du zu mir stehst und jetzt? Ja, Moment, ich habe gesagt, ich will drüber nachdenken. Du verstehst, dass Lars seine Drohung wahrmacht. Also pass mal auf. Bei Omidia, in meiner Zeit, da sind einige nicht ganz einwandfreie Dinge passiert. Was für Dinge? Ja, so Geldgeschichten. Wir mussten einige größere Summen am Fiskus vorbeischleusen. Ja, Lars als Firmenanwalt hat natürlich davon gewusst. Und damit hat er dich in der Hand? Das ist doch schon Ewigkeiten her. Ja, aber doch nicht für die Steuerfahndung. Sowas verjährt doch nicht. Und mein Ruf, der wäre so und so ruiniert. Und was hat das alles mit Carla zu tun? Lars hat von euch beiden gesprochen. Das hat er so indirekt gemeint, so auf mich bezogen.
mein Job bei der Lahnstein Holding, den, klar, den wäre ich sofort los. Und, ja, ja, Carla würde ich auch verlieren. Wahrscheinlich. Und deswegen soll ich nachgeben. Ja, klar. Oder hast du Lust auf eine Monatskarte für die Bahn in die Uni oder eine Shoppingtour durch die Secondhand-Läden? Ja, ist ja gut. Ja, und auf Königsbrunn, da können wir da nicht mehr leben, so viel steht fest. Trotzdem, ich kann das nicht zurücknehmen. Aber du hast Lars zu Unrecht beschuldigt, ja? Und wie stehe ich denn vor meinen Leuten in der Uni da, wenn ich nicht sogar fliege? Ja, das müssen wir jetzt zusammen durchstehen. Oh Mann. Naja, auf jeden Fall haben wir dann die Würste an der Angel gemacht und die Angel aus dem Fenster gehangen. Und, Was erzählst du für Geschichten? Super geil. Ach nee, guck mal an. Das ist ja eine Überraschung. Nico mit einem Typen? Ey, die scheint sich ja richtig zu amüsieren. Komm, du bist cute. Das ist Carsten, ein Freund von mir. Der, mit dem sie neulich im Kino war? Ja, komm, wir gehen mal hin. Ich will die beiden bei ihrem Date nicht stören. Die beiden freuen sich bestimmt. Meinst du nicht, dass sie lieber allein sein wollen? Dann wären sie wohl nicht hier. Komm. Hi. Ach, das ist doch gestattet, wenn ich hier... Ist ja ein freies Land. Ja, worauf wartest du, Schatz? Carsten beißt nicht. Wo bleibt denn David? Er muss gleich kommen. Die beiden würden ein ganz hübsches Paar abgeben. Findest du? Schau sie dir doch an. Auf jeden Fall scheinen sie sich bestens zu unterhalten. Tja. Aber Isabelle ist verheiratet und hat ein Kind. Schade. Dabei würden die beiden so gut zusammenpassen. Also pass auf, der Carsten hackt mit der Spitzhacke immer weiter. Und das Wasser war schon einen halben Meter in der Grube da über dem, weißt du doch. Die Story hast du schon tausendmal erzählt. Ja, pass auf. Also er hackt und hackt und kriegt gar nichts mit. Und dann hat er, genau, dann hast du die Wasserleitung nämlich kaputt gemacht und warst nass bis auf die Haut. Hm. Ja, das war so staubtrocken, da musste mal eine Dusche her. Ne? Ja. Ne? Oder hier, als du da in Unterhosen den Feueralarm aus... Andi, die kenne ich auch schon. Ja, aber Nico vielleicht noch gar nicht. Danke, kein Bedarf. Das glaubst du nicht? Wieso kannst du dir das nicht vorstellen? Das ist doch nicht der Typ für sowas. Das ist nichts dran an Vanessas Vorwürfen. Ich habe Vanessa durch die Entführung besser kennengelernt. Ja, das war ja auch eine Ausnahmesituation. Und ich habe mitbekommen, wie verletzlich und sensibel das Mädchen ist. Eben, ein Mädchen ist sie. Setzt Dinge in die Welt, ohne an die Folgen für Lars zu denken. So kaltschnäuzig ist sie doch nicht. Naja, ich erlebe sie doch hier in der Kneipe mit ihren Freundinnen. Entschuldige, wenn ich das jetzt so sage, aber sie kann schon ein ganz schönes Luder sein. Und was ist mit Lars? Kennst du ihn wirklich so gut? Carla, ich war lange mit ihm zusammen. Man kann ihm viel vorwerfen, aber das bestimmt nicht. Hanna, er will meine Verlobung auffliegen lassen. Meinst du, ich sorge mir das aus den Fingern? Nein. Du weißt, was das für uns bedeutet. Aber es geht auch um Lars' Existenz. Wenn das nicht richtig gestellt wird, dann kann der einpacken. Ja, vielleicht war er ja verzweifelt. Konnte sich nicht anders helfen, aber... Carla, er ist bestimmt unschuldig, ganz bestimmt. Dass das noch mal so kalt geworden ist. Ja, stimmt. Sonst alles in Ordnung? Ja. Ich muss mich nur erst wieder dran gewöhnen, auf meinem Pferd zu sitzen. Huch. Vielen Dank. Du hast es ja gleich hinter dir. Das mit dem Absteigen solltest du allerdings noch mal üben. Ja. Nein, es war wirklich ein schöner Ausritt, danke. Vielen Dank. Das sieht aber nicht danach aus.
einfach mal kurz warten. Okay. Okay? Halt mal, so wird das nichts. So. Wow, jetzt trägst du mich auch noch. Du willst tatsächlich zu Lars? Ja, und zwar gleich. Aber ich weiß nicht, er ist doch momentan völlig unberechenbar. Hör mal, ich fahre zu meinem Ex und nicht zu einem Monster. Soll ich nicht doch besser mitkommen? Nein, ich will nur mit ihm reden, ich will ihn nicht provozieren. Was versprichst du dir eigentlich davon? Naja, er soll aufhören, dich und Bernd zu erpressen. Das wird er sich ausgerechnet von dir sagen lassen. Ja, von wem denn sonst? Dass er sich überhaupt auf Vanessa eingelassen hat, ist vielleicht sogar meine Schuld. Wie kommst du denn darauf? Naja, ich habe ihn deinetwegen verlassen. Offenbar hat er das nicht verkraftet. Am besten ich fahre gleich zu ihm. Du wirst ihn doch nur noch mehr in Rage bringen. Carla, ich glaube ihm. Und vielleicht lässt er ja mit sich reden, wenn ich ihm das zeige. Vanessa hat sich das nur ausgedacht. So, gleich haben wir es geschafft. So kannst du mir ruhig noch das ganze Schloss zeigen. Das glaube ich dir gerne. Au. Vorsicht. So. Was ist denn hier drauf? Au. Ja, ich wollte ja immer schon mal auf großem Fuß leben. Fühlt er sich etwa so an? Mhm. Wie Schuhgröße 48 mindestens. Ich schaue mir besser mal an, ne? Ja. Mhm. Au. Geht's? Mhm. Mhm. Au, au, au. Okay, ja. Das dachte ich mir. Was denn, ist er verstaucht? Ich glaube, das hatte ich schon mal. Sieht ganz so aus. Mhm. Kann ich ihn eine Sekunde allein lassen? Dann hole ich schnell meinen Arztkoffer. Mhm. Ja, ich laufe dir nicht weg. Hast dich ganz schön zurückgehalten heute. Die ganze Zeit nur Kindercola. Ja, und? Ich hab mich nur gewundert, weil sonst bist du mittags schon voll. Weißt noch, der Filmriss? Andi, es reicht jetzt. Dann eben nicht. Sag mal, wie geht's eigentlich Sarah? Keine Ahnung, hab sie schon lange nicht mehr gesehen. Ach, ich dachte, ihr wärt noch zusammen. Seit Ewigkeiten nicht mehr. Wart ihr nicht? Doch, klar. Letzte Woche wart ihr doch auf diesem Konzert. Ich glaube, du bringst da gerade was durcheinander. Sarah ist nämlich seine große Liebe, wisst ihr? Schönen Abend noch. Sag mal, auf welchem Trip bist du gerade? Wenn du nicht mein Freund wärst, würde ich echt denken, dass du ein absolutes Arschloch bist. Was kann ich dafür, wenn Nico diesen Typen so langweilig findet? Ach, nichts? Du hast den beiden nur mal richtig schön den Abend versaut. Herzlichen Glückwunsch, Herr Fritsche. Hey, was ist los? Andi ist ein Arsch. An deiner Stelle hätte ich dem schon links eins auf die Fresse gehauen. Von dem sollten wir uns nicht die Laune verderben lassen. Ja, stimmt eigentlich. Ja, was ist? Kommst du noch mit zu mir? Da haben wir wenigstens unsere Ruhe. Ja, ich hole nur kurz meine Jacke. Dann mache ich schon mal ein Taxi klar. Dann lernt Nico endlich mal einen Typen kennen. Was machst du? Wenn ich nicht gewesen wäre, wären die beiden doch vor Langeweile am Tisch eingeschlafen. Sorry, hast du vielleicht 3 Euro klein? Hab ich 3 Euro? Ja, ich hab 3 Euro. Warte. Danke. Bitte. So. Ist das zu fest? Nein. Ich weiß halt nur nicht, ob ich auftreten kann. Zur Not trage ich dich zum Auto. Den ganzen Weg durchs Schloss? Wenn es sein muss, auch bis in die Stadt. Pass bloß auf, ich gehe sonst drauf ein. Naja, und wenn es mir gefällt, dann gebe ich einfach meinen Beruf auf und fange bei dir als persönlicher Träger an. Ich glaube, das kann ich mir nicht leisten. Für dich mache ich natürlich einen Spezialpreis. Au! Oh. Ja, ich glaube, ich muss wohl auf dein Angebot zurückkommen. Gut, dann reiche ich doch am besten schon mal die Kündigung fürs Krankenhaus ein, oder? Hallo. Na, was für eine Überraschung. Was verschafft mir denn die Ehre? Darf ich wenigstens reinkommen?
Lars, egal was die Leute sagen, ich weiß, dass du Vanessa nicht belästigt hast. So. Und wenn es zu einer Verhandlung kommt, kannst du auf mich zählen. Und was willst du dem Richter sagen? Dass wir ein Paar waren und was du für ein Mensch bist. Was für ein Mensch ich bin? Ach komm, Lars, jetzt lass doch mal den Unsinn. Wissen Sie, Herr Richter, Lars Schneider ist ein so sensibler Typ. Der würde sich sogar bei einem Teebeutel entschuldigen, wenn er ihn morgens ins heiße Wasser taucht. Ich finde es einfach ungerecht, wenn du für etwas bestraft wirst, was du nicht getan hast. Mir kommen gleich die Tränen. Außerdem will ich nicht, dass Karl und ich damit hineingezogen werden. Das hätte ich mir doch gleich denken können. Deswegen bist du hier. Das stimmt so nicht. Das ist vielleicht ein Punkt. Die Rolle der besorgten Ex-Freundin, die steht dir nicht. Oh, hi. Hi. Bis später. Wenn ich dir meine Hilfe anbiete, dann meine ich das ernst. Du bist die Letzte, von der ich mir helfen lasse. Kannst du für mich mehr zahlen? Ist gerade in Arbeit. Danke. Kriegst du morgen wieder, inklusive der 3 Euro. Ach, Kasi, bist eingeladen. Sozusagen als kleiner Trost dafür, dass der Abend mit Nico, naja, nicht ganz so gut gelaufen ist. Was heißt denn gelaufen? Der Abend geht jetzt erst richtig los. Lars, jetzt renn doch nicht gleich weg. Ich wüsste nicht, was wir uns noch zu sagen haben. Gib mir 5 Minuten. Mehr verlange ich gar nicht. So, jetzt lass uns mal ganz normal miteinander reden. Vielleicht finden wir da eine Lösung, wie ich dir helfen kann. Wie oft denn noch? Ich brauche dein verdammtes Mitleid nicht. Das ist kein Mitleid. Erst lässt du mich sitzen und dann kommst du angekrochen und willst mir helfen? Das ist doch nur widerlich. Jetzt machst du es dir aber ganz schön einfach. Ende der Diskussion. So geht es weiter. Ich weiß nicht. Ich kann doch verstehen, dass du dich bei Karl am Auktionshaus aufhalten willst. Ja, vielleicht hat Leonard eine Idee. Wett doch mal mit ihm.